So, wir kriegen ja noch ein paar extra Dingsbums. Bolo! Was machst du denn hier? Ja, jeder in Scuttletown denkt, dass ich ein Versager bin. Daher nehme ich Gelegenheitsjobs im Palast an. Zäune streichen, Schlösser einbauen und so weiter. Und jetzt bist du Babysitter? Oh, die untoten Kinder? Nö, die sind nur hier, um am Fett zu knabbern. Um am Fett zu kauen. An meinem. Ich kann nicht flüchten. Hast du ein paar Fleischlutscher? Ich brauche 3 Stück. Du kannst sie im Abwässerkanal unter dem Palast finden. Machen wir. Aber ich glaube, ich sollte erstmal was essen. Yum, 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 yum. Mmh, lecker, lecker, Schmecker. Lecker, Schmecker, frisch vom Bäcker. Hi. Hi. Was ist los, mein Herr? Jo, beachte mich nicht. Ich bin bloß verwirrt, weil mir etwas sehr Wichtiges in den Abfluss gefallen ist. Weißt du, ich verkaufe Reisebroschüren. Das ist aber ein sehr interessanter Beruf. Sie müssen viele aufregende Dinge auf Ihren Reisen gesehen haben, stimmt's? Reisen? Ich habe mein ganzes Leben lang hier vor dem Palast gelebt. Aber ich dachte, Sie sagten, die Arroganz deiner Generation macht mich krank. Ich bin kein reisender Broschürenverkäufer. Nein, ich verkaufe Reisebroschüren. Und ich habe meine allerletzte Reisebroschüre in den Abfluss fallen gelassen. Ekelhaft. So, wir müssen dem Alten das Ding besorgen. hier können wir noch nicht rein. Oh je, dieser blauartige Bursche hat unser neues Schloss falsch herum eingebaut. Jetzt sind wir gefangen, ohne einen Schlüssel für das königliche Tor. So. Wir müssen jetzt mit dem schwätzen, dann kommen wir in die Kanalisation, können dem Alten die Broschüre geben, dann sagt er uns irgendwas. Währenddessen können wir die Fleischlutscher sammeln und kriegen von Bolo dann den Schlüssel für den Palast, dass wir rein können und die Leute befreien können. Und dann geht's erst weiter. Lärm und Getöse. Squid Baron, wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist los? Oh, ach, du weißt schon, Postboss-Syndrom. Jetzt, wo du auf einem neuen Abenteuer bist, merke ich, dass ich dazu bestimmt bin, in eine Art unwichtiger Zwischenboss zu werden. Ich verstehe nicht ganz. Weißt du, ich war beim letzten Mal ein wichtiger Gegner, aber dieses Mal, ich denke, wir müssen einfach noch einmal kämpfen, um die Sache abzurunden. Die Sache? Das verstehst du nicht, Seufz. Ich muss hier weg, irgendwo hin, wo es warm ist. Es ist wohl Zeit für einen Urlaub, Squid Baron. Einmal die Perspektive zu wechseln, könnte dir gut tun. Damit hast du vielleicht recht. Ich hatte bisher immer eine relativ flache Sicht auf die Welt. Immer nur dieselben 4 Wände, verstehst du? Monotone Hochspannungsmusik. Ich könnte einen Szenenwechsel vertragen. So ist es richtig. Wenn dir ein guter Urlaubsort einfällt, sag mir bitte Bescheid. In der Zwischenzeit gehe ich in meine Ecke heulen. Noch. Armer Kerl. So, jetzt kommen wir hier in die Dingsbums rein. Die Reisebroschüre müssen wir natürlich auch dem Typen da geben. Wir haben einen Fleischlutscher gefunden. Das macht mich. Und der zweite, super. So, ja, wir können natürlich auch hochklettern und runterrutschen. Also, die Chanté, die rutscht mit ihren Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Oh, Quatsch. Ich versuche natürlich auch die Geheimgänge so gut ich kann zu finden. So, ich glaube aber, wir kommen hier noch nicht weit. Weil, soweit ich mich erinnern kann, brauchen wir für den, für die Reisebroschüre einen Gegenstand. Den wir aber noch nicht kriegen. Blöde Maus. Tintenherz. Herztinten für... Oh, ich werde es immer wieder verkacken, Leute. Also von daher, sorry dafür. So, ich... Genau. Wir müssen hier irgendwas schießen. Später können wir das Ding aktivieren. Können wir da vielleicht rüberballern oder so. Dann geht das Ding auf und da ist diese scheiß Reisebroschüre drin. Und dann können wir den Squid Baron irgendwie was bringen. Aber jetzt können wir nur diese Fleischlutscher besorgen. Wir haben 5 Stück, das ist gut. Was steht denn bei denen? Fleischlutscher, übel schmeckendes Essen, das ein wenig Energie wiederherstellt. Na, lecker. Naja, für die Zombies wahrscheinlich genau das Richtige. Jo, das bedeutet, wir müssen hier nochmal in die Kanalisation. Sorry, Chanté, aber du musst nochmal durch die Scheiße kriechen. Später. So, Bolo, wir haben das. Hey, Fleischlutscher. Ja, super, ja, die sollten funktionieren. Ganz nebenbei, wenn du zum Palast zurückkehrst, kannst du diesen Schlüssel für das königliche Tor für mich zurückgeben. Irgendein Idiot muss ihn verloren haben.
widerlich. Er ist voller Bissspuren. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde in meinem Mund gefunden. Ha, da nimm. Warum hat er den Schlüssel in seinem Mund? Warum hat er drauf rumgeknabbert? Ich meine, die Chanté hat ja gesagt, sie knabbert, wenn sie nervös ist. Ist ja ganz goldig, aber... Oh, kann es sein? Du hast den Schlüssel für das königliche Tor? Könntest du ihn? Ja, müssen wir sowieso. Oh, welche Freude. Jetzt kann ich hier aufschließen. Hier aufmachen. Dies hier befestigen. Und... Also, der Squidrim-Palast ist wieder für Besucher geöffnet. Bitte komm rein. So. Willkommen im Sequinland-Palast. Super. Also, die haben jetzt hier aber großartig auch nichts zu sagen. Ich habe gehört, dass die Sultana verreist. Ich mache mir immer Sorgen, wenn sie so weit weg vom Palast ist. Ja, das passt schon. Wird natürlich ganz nett hier. Oh je. So, das ist, glaube ich, das zweite von allen. Chanté gibt es recht viele. Und der Palast wird noch eine zentrale Rolle spielen. Aber aktuell müssen wir nur mit dem alten Opa hier quatschen. Ein Besucher, lass mich dich betrachten. Hohoho, diese Bibliothek oder was, kann meine alten Augen nicht betrügen. Du bist früher oft hergekommen. Die Tochter des Schatzjägers, richtig? Ja, also, er ist mein Onkel. Und was ist das, eine gerichtliche Vorladung? Du gibst die Vorladung. Oha, hier steht das, Schere, Laubsäge, Ziegelmaul. Was? Die wollen dieses lange, schöne Haar abschneiden? Das ist nicht okay. Ich könnte ja einfach diese Papiere verlegen, bis die Sultana zurückkehrt. Ich würde dir jetzt gerne zuzwinkern, aber leider funktionieren meine Augenlider nicht mehr. Bitte nimm dir, wofür du hier bist. Vielen lieben Dank. Super. Der hohle Globus enthält ein Geheimnis. Du hast die Karte der verbotenen Inseln erhalten. Oh yeah. Lass dich nicht unterkriegen, junge Dame. Du hast überall Freunde. Viel Glück. Super. Wunderbar. Also, wir können unsere Mähne so weit behalten, bis die Sultana wieder zurückgekehrt ist. Und die wird wahrscheinlich sagen, hier, das geht ja mal gar nicht, ne? Also, wenn die Sultana hier zurückkehrt, dann wird sie den Jungs sagen, ihr könnt doch der armen Dame die Haare halt abschneiden. Das geht doch gar nicht, ey. Die schöne, lange Monsterpeitsche von der Chanté, das gibt's nicht. So, jetzt müssen wir zurück zu Risky. Und dann können wir die Inseln so einigermaßen besuchen. Aua! Elender! Ich muss da noch voll rein jumpen, weißt du? Anstatt, dass ich es mal ein bisschen langsam mache. Nein! Sascha doch nicht. Ich vergesse mal, dass ich eigentlich so brav bin. Super. So, kann ich ja runterspringen. Das ist ja dann alles relativ easy. So, dann Schuss kannst du behalten, Bimmel. Ja, komm, speichern wir mal. Sicher ist sicher, falls wir doch mal sterben sollten. Ich weiß gar nicht, wie viele Autotränke ich bekommen kann. So, läuft aber ganz gut aktuell. Sollte es auch. Oh, Fleischspießchen. Was steht denn beim Fleischspieß? Fleischspieß, appetitliches Fleisch am Knochen. Stellt eine ordentliche Menge an Leben wieder her. Super. Ich glaube, die Fleischlutscher geben ein Viertelherz und die Fleischspießchen eins oder zwei. Habe ich nicht mehr im Kopf. Also, als wir das im Stream durchgespielt haben, ist es schon ein bisschen her. Nachgucken kann ich auch. Oh, super Pikenball. Der ist natürlich der Kugel mit Dreifachklingenwirbeln herum. Geil. Werde ich bei Bossen wahrscheinlich benutzen, weil es eigentlich ganz praktisch ist, so einen Ball zu haben, der ein bisschen Aua macht. Das ist halt immer so, je nachdem gibt es verschiedene Versionen. Aua. Bedeutet hier so ein Pickenball, wenn du den benutzt, dann sieht der ungefähr so aus, als wenn so ein Ball, der um dich herumschwirrt. Können wir doch mal einsetzen, wir haben ja genug. Und das sieht dann so aus. Und alle, die den Ball treffen, kriegen halt einmal auf die Schnauze. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja. Aber man sollte sich nicht immer auf den verlassen. Von daher immer schwierig. Oh, jetzt weiß ich, was für ein Spiel, das ich eben aus Versehen gelöscht habe. Ich voll Idiot. Ich habe ja mit einem Kumpel das Spiel nochmal gespielt. Oder ich mache Backgaming. Ne, er zockt das Spiel.
Und da habe ich den ersten Spielstand verhauen. Scheiße. Wir haben genug Kohle. Da könnte ich mal was für unsere Haare holen. Willkommen in meinem Laden. So, wie gesagt, hier. Shampoo, verbessere dein Haar für mehr Schaden. Natürlich. So, seidige Creme. Verbessere dein Haar für schnellere Peitschenhiebe. So, Aktion eines fortgeschrittenen Kämpfers. Weiche deinem Angreifer schnell aus. Erholen lernen. Aktion, verführe einen Rückwärtssalto, um dich vor schweren Treffern zu erholen. Powertritt. Nö, wir haben jetzt eigentlich alles geholt, was wir kriegen und vor allem, was wir uns leisten können. Ich will aber noch kurz, wie viel... Ich habe 3 Tintenfischherz hier. Okay, da kann ich noch nicht viel machen. So, ich will aber nochmal auf jeden Fall hier in die Quelle. Und da war es ein... Wuff, wuff, wuff. Ja, ist jetzt ein bisschen schneller. Das geht bis zu einem gewissen Grad, von daher abfahren ist ein bisschen was. Und, was hat so lange gedauert? Ich habe dies in der Bibliothek gefunden. Eine Karte der verbotenen Insel, genau wie du gesagt hast. Oh, der Tunichgut taugt ja doch ein bisschen was. Du gibst verbotene Karte. Oh, super. Also, willst du mir helfen? Nur wenn du zustimmst, genau das zu tun, was ich sage, wenn ich es sage. Der Pirate Master ist mein Gegner, nicht deiner. Und wenn es vorbei ist, gehen wir wieder getrennte Wege. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir haben einen Deal. Lass uns diesen Typen zusammen besiegen und Sekundenland rennen. Warte kurz. Wie kann ich mir sicher sein, dass du nicht da, dass du nicht plötzlich abhaust? Würde ich dich belügen? Begrüße den dampfgetriebenen Ozean Tinkertop Mark II. Was ist mit dem ersten passiert? Du bist ihm passiert. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Ach, stimmt ja. Wir haben das erste Piratenschiff ja von der Eulentrulla kaputt gehauen. Spuckinseln. Ja, lecker. So, was müssen wir denn hier machen? Auf, komm. Das ist sie, die Spuckinsel. Wenn wir keine andere Karte finden, ist dies das Ende unseres Abenteuers. Ich bin für alles bereit. Oh, Piratenköpfchen. Wo hast du diese Klamotten her? Unter Bord. Dazu gibt's alle möglichen Sachen. Da gibt's alle möglichen Sachen zum Anziehen. Die meisten Stücke waren allerdings etwas zu weit. Bleib von meinen persönlichen Sachen weg. Donnerwetter, ich war noch nie so weit vom Festland entfernt. Es ist schön hier. Lass dich nicht täuschen. Der Pirate Master bezieht seine Macht von diesem Ort. Auf dieser Insel ist eine Stätte des Bösen versteckt. Du wirst sie finden. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Dieses Mal nicht. Aber wenn wir zusammenarbeiten... Ich sagte nein und ich meine es auch. Ich habe meine Gründe. Oh, ich verstehe. Du hast Angst. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich ausnehmen wie eine Makrele. Oh Mann, du musst noch lernen, mit Humor umzugehen. Und zieh dieses alberne Kostüm aus. Ach, du verstehst wirklich keinen Spaß. Let's go. Okay, Red to go, Mädchen. Ich würde sagen... Das waren ja diese ekelhaften Frösche. Ja, wir machen jetzt 6 Damage. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, mit denen können wir nicht viel machen. Die sind auch übel. Boah, von der Krabbe, ey, die eigentlich nichts macht. Ey, wie schlecht ist das denn? Ja, weißt du, der trifft mich nicht, aber diese Kackkrabbe, weißt du. Naja. Hat schon seinen Grund. Oh, mehr Jungfrauen. Aua. Hier. Ihr ollen Halunken. Super. War eigentlich gar nicht schlecht, dass wir hier ein bisschen... Ups. Unser Hammer ein bisschen aufgerüstet haben. Aua. Au. Lauf, Chanté. Lauf, Mädchen. Spring, spring. Ich mag diese... Oh, ich habe doch gerade eben gesagt, dass ich die beiden nicht mag, ey. Gerade wenn die so... Oh, hat die uns gerade ein Küsschen gegeben? Oh, ihr elenden... Ihr elenden Lümmel. Nein! Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber na gut. Aua. Herzchen, jetzt muss ich nur mal nach oben, um das Herzen zu sammeln. Ich will das Herzen haben. Schießen.
abstürzt. Noch ein Herz? Oh, super. Und ja, komm, Diamant, das passt schon. Ich glaube, können wir hier schon was holen? Nee, ich glaube noch nicht. Das kommt später. Glaube ich zumindest. Ja, super, jetzt sind wir alle wieder da. Komm einfach runter und tschüss. Mit dem müssen wir sprechen. Dann müssen wir da hoch. Schlurz, schlurz. Vor vielen Jahren kam ich mit meiner geliebten Verlobten auf die Insel. Unser einziger Wunsch war es, den heiligen Bund der Ehe zu schließen. Aber ein furchtbares Monster, ein Diener des Pirate Master, fand uns. Sein Blick verwandelte meine Geliebte in Stein. Seufzt, ich könnte niemals von ihrer Seite weichen. Hier, nimm diesen Ring, auf dass ich meine Sorgen vergessen kann. Oh, ist aber ein lieber Kerl. Findet man heutzutage, Mann, der sieht ja ziemlich alt aus. Ach, Chanté, Mädchen, ey, das kannst du doch nicht machen. Ja. Hat man in der Regel heute weniger. Heute ist das alles eher so pragmatisch. Das ist eigentlich echt traurig, gerade in der folgenden Generation, denen es so in meinen Augen vielen oder leider zu vielen an Empathie fehlt. Wir sind dann eher so, ja, da bist du halt mal ein bisschen gekränkt und bleibst da, aber irgendwann haust du bei der Alten einfach ab. Das ist eigenartig. Hier eine rundliche Vertiefung. Den Ring einsetzen machen wir. Gut. Lass mich überlegen. Hier, okay. Das zweite geht am schnellsten. Das bedeutet, das muss zuletzt. Dann kommt das. Okay, das bleibt am längsten. Das auch. Das hoch. Und dann das da. Wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt hier hoch und da lang. Super. So, beim Rest komme halt später lang. Ich habe das halt schon probiert, aber ich weiß ja von... Boah, das war... Ey, das ist doch gemein! Dieser scheiß Knüppelfrosch. Oh, bei dem musst du echt aufpassen. Die sind so eklig. So, schieß. Ja, die Chanté, die kriegt ganz schön auf die Omme. Das ist auch mies. Habe ich noch irgendwas für das Mädchen, was die spachteln kann? Oh, eine Bento-Box. Leckere Auswahl sehr nahrhafter Lebensmittel. Nam, 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 nam. Oh, super. Sekunde. Da wurde ich kurz angeschrieben. Und müssen... Oh. Nein! Nein! Oh nein, bitte! Na gut. Was haben wir denn hier? Wo ist der Manager? Was denn für ein Manager, Mädels? Hey, Mädel, süßes Outfit. Bist du wegen den Sommerferien hier? Wir auch. Aber schau dir dieses öde Wasserloch an. Es ist völlig ausgetrocknet. Ich kann ohne einen ordentlichen Pool nicht sonnenbaden. Dieser Ort ist totaler Abzocker. Wenn wir schon nicht schwimmen können, will ich wenigstens essen gehen. Ich bereite den Schinken vor. So, soweit ich weiß, müssen wir das triggern. Du hast den Schinkengestank erhalten. Super. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Den brauchen wir auf jeden Fall. Möchtest du speichern? Oh ja, das ist ganz gut. Kann ich nämlich... die Aufnahme hier mal beenden und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part oder bei der nächsten Aufnahme und ja, mal gucken, wie es ankommt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich schon und ja, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, ciao.